Wenn suchende Menschen nach Los Santos kommen, ist meist der größte Irrtum und Fehler, den sie machen, zu glauben, sie müssen in einer neuen Stadt jemand völlig anderes sein, um sich hier zurechtzufinden, um erfolgreich zu werden und sich selbst zu finden. Sie glauben, sie müssten ihre Ziele über vorhandene Pfade erreichen, sich anpassen. Aber so eine Stadt ist Los Santos nicht. Los Santos wartet und interessiert sich nicht für Menschen, die sich selbst verbiegen, um der Stadt nur noch eine weitere Seele zum Fraß vorzuwerfen, von denen sie schon haufenweise hat. Nein, Los Santos wartet auf dich. Los Santos will dich. Dich, so wie du bist. Nicht vorgekaut, nicht vorgegessen, sondern in vollem Wert, aus dem sie schöpfen kann. Und glaube mir, sie wird ihren Platz für dich haben. Einen Platz, den sie bis dato für dich freigehalten hat. Und lass dir bitte noch eine Sache von mir und Jasmine sagen. Aber so romantisch sich das Ganze auch anhören mag, dieser Platz hat doch seinen Preis. Einen hohen Preis. Einen Preis, den du dein Leben lang abbezahlen wirst. Also entscheide dich sehr, sehr gut, auf welchen Platz du dich setzen wirst. Agent, Sie können mir sagen, was Sie wollen. Argumente bringen, wie Sie wollen. Aber ich finde es dennoch ziemlich leichtsinnig, diesen Ausflug zu machen. Das sage ich Ihnen ehrlich. In den letzten Tagen mussten Sie einige Mal Ihre Joggingrunde abbrechen, weil Sie einen Schwindelanfall bekamen. Das kann nicht so weitergehen, und dass Sie sich nun heute entschlossen haben, eine 7-stündige Wandertour am äußeren Stadtring zu machen, ist sehr, sehr leichtsinnig meines Erachtens. Auch wenn die Aussicht wunderschön ist. Aber nun ja. Vermutlich haben Sie recht, vielleicht ist das Ihre Art, die Agent Layla Art, etwas auf die Bremse zu treten. Wie gut, dass ich Sie auf der gesamten Wanderschaft heute begleiten werde. Droht Los Santos vielleicht eine verdammte Zombie-Apokalypse? Wer weiß, wer weiß. Obwohl eher weniger, aber was wenn doch? Was tun? Und wie sie schützen? Unangenehme Fragen, denen wir uns aber stellen müssen, falls wir überleben wollen. Mastech-Firmensprecherin Joanna Gonzalez sagte in einem Interview, das Unternehmen, was noch bis Mitte dieses Jahrzehnts mit der Kolonialisierung des Roten Planeten beginnen möchte, stehe kurz vor dem Durchbruch in der Entwicklung hochintelligenter humanoider Roboter, die für uns die ersten Schritte zur interplanetaren Zivilisation machen sollen. Pioniere, die schon bald den Mars für uns Menschen zu einem kuscheligen Ort verwandeln könnten. Agent Layla, ich hatte ehrlich gesagt heute Vormittag wirklich Zweifel, ob Sie Ihre Wanderung durchhalten. Aber Sie haben es tatsächlich geschafft, bravo. Ja, Sie können wirklich stolz auf sich sein. Das meine ich ernst. Vielleicht mache ich mir manchmal einfach zu viele Sorgen um Sie, Agent. Ja, ich werde damit aufhören und in Zukunft mehr Vertrauen in Ihre Fähigkeiten stecken, versprochen. Ja, Sie sind topfit. Wenn Ihr Mann in den Morgenstunden nach Hause zurückkehrt, werden Sie ihm sicher etwas private Aufmerksamkeit schenken wollen, oder? Vielleicht sollten Sie vorher allerdings bei Ihrem Pferd vorbeischauen. Na, Sie wissen schon. Jack, Ihr Pferd aus Ihrem Videospiel. In der Welt Ihres Western-Abenteuers ist inzwischen der Winter eingebrochen und Ihr Tier leidet so wie Ihr Charakter schwer unter der harten Witterung. Sie kümmern sich doch um Ihr virtuelles Tier, oder? Erinnern Sie sich noch, wie Sie zu Ihrem schönen Pferd gekommen sind? Sie sind gute Freunde seit Beginn des Spiels. Sie sollten es nicht vernachlässigen. Gut, ich schalte den Fernseher für Sie an. Nehmen Sie schon mal Platz und Ihr Gamepad. Na wunderbar, da sind wir ja. Sehen Sie, es ist seit dem letzten Mal eine ganze Menge Schnee gefallen. Mein Vorschlag wäre, Sie schlagen sich bis zur nächsten Stadt durch und besorgen sich dort erstmal etwas Warmes zum Anziehen. Aber Vorsicht, es könnten Wölfe auf dem Weg auf Sie lauern. Es tut mir leid. Ich weiß, Sie sind eine großartige Reiter und Jägerin. Sie schaffen das schon. Die Stadt ist nicht mehr weit. Da sind wir. Und rein in den Laden. Sie haben leider nicht viel Geld. Es wird nur für eine Jacke reichen. Aber nicht mehr für Lebensmittel. Doch was nützt einem Essen, wenn man erfriert, oder? Sehr schick, Agent Layla. Dann reiten wir mal los. Bis Ihr Mann wieder nach Hause kommt, sind es ja noch ein paar Stunden. Wow, was für ein Gemetzel. Oh, zum Glück rede ich nicht über Lautsprecher mit Ihnen, Agent. Es scheint, als würde unsere Maria wieder schlafwandeln. Ja,
Sandwich. Jetzt weiß ich, wer nachts immer Erdnussbutter-Sandwiches isst. Und ich hatte ehrlich gesagt Ibrahim im Verdacht. Wo wir gerade bei Sandwiches sind. Sie sind die ganze Nacht über durch den Wald geritten, ohne sich oder ihrem Tier eine Rast oder eine Stärkung zu gönnen. Sie sollten also bald eine Pause einlegen. Außerdem sitzen sie schon seit 3 Stunden vor der Konsole. Agent Layla, hören Sie mich? Na, kommen Sie, Agent, und die Treppe rauf. Guter Sprint, Ibrahim. Oh, wow, geschafft. Sie zeigen ja Topform. Das gefällt mir. Danke, Ai. Ja, ich fühle mich sehr gut. Es scheint, als würde dieses nächtliche Training ohne den Druck Ihrer Frau Ihnen sehr helfen. Ich bin bereit, Ai. Bereit für die Insel, verstehst du? Seit einem halben Jahr trainieren wir jetzt auf diese Mission hin. Und doch müssen wir warten, bis die Regierung grünes Licht gibt. Das ist anstrengend, nicht wahr? Absolut. Gedulden Sie sich. Umso länger Ihre Abteilung warten muss, umso mehr Zeit haben Sie sich vorzubereiten. Wir sind in Topform. In Topform. Agent Ibrahim, gehen Sie sich umziehen. Es wird bald hell. Sie sollten ins Bett gehen. Das war ein gutes Training. Wegtreten. Alles klar, Ai. Dort, Agent, sehen Sie das? Die Hütte könnte Ihre Rettung sein. Dort können Sie den Rest der Nacht verbringen und vielleicht sogar etwas zu essen finden. Wow, Sie sehen aber müde aus. Verdammt, die Tür scheint verriegelt zu sein. Sie müssen wohl oder übel weitersuchen. Aber beeilen Sie sich. Oh Gott, der Fluss ist viel zu breit. Sie könnten hoch zur Eisenbahnbrücke und... Sie sind mitten rein, Ihr armes Pferd. Was für Strapazen Sie heute Nacht erleiden müssen. Ich bete, dass Sie es auf die andere Seite des Flusses schaffen. Großartig. Oh Gott sei Dank, schauen Sie mal dort vorne. Dort brennt ein kleines Feuer. Und ich sehe eine Hütte. Seien Sie aber bitte vorsichtig. Wow, kein Mensch hier. Besser so, denn ich weiß genau, was Sie jetzt vorhaben. Layla, sehen Sie mal bitte aus dem Fenster. Die Sonne geht langsam über der Stadt auf. Wir müssen uns beeilen. Ah, perfekt. Da haben wir doch was. Agent, ich glaube, wir sind an einem guten Punkt, um auszumachen. Denn Ihr Mann steigt gerade in den Fahrstuhl. Oh Gott, sehen Sie müde aus. Schnell, er kommt jeden Moment durch die Tür. Und Sie wollten ihn ja noch überraschen. Also schnell, ab ins Bett. Egal für welchen Platz du dich am Ende entscheidest. Er wird viele Vorteile, aber auch Nachteile haben. Am Ende liegt es an dir, abzuwägen, welcher zu dir passt und welcher nicht. Doch ich verspreche dir, hast du einmal den richtigen Platz gefunden, wirst du ihn nie wieder hergeben. Denn er wird seinen Preis wert sein. Musik
Ach, Agent, Sie übertreiben. Ich glaube nicht. Layla sieht heute sehr müde aus und hat fast genauso lange geschlafen wie ich. Und durch Bilal weiß ich, dass sie nachts heimlich Videospiele spielt. Kann deiner Frau doch auch mal etwas rumzudatteln. Ach, alles gut. Ich verstehe sie. Dieses Spiel macht wahnsinnig süchtig. Okay, hört sich gut an. Hi, starte das Western-Abenteuer über mein Profil. Wollen wir doch mal sehen, wie es meiner turkmenischen Stute Amira geht. Gestartet. Sie sind drin. Der Schneefall hat ihren Tier sehr zugesetzt. Sie waren seit 2 Tagen nicht mehr online. Danke, Ei. Dann werde ich mich mal um sie kümmern. Außerdem habe ich keine Vorräte mehr. Na komm schon. Brave Stute. Wir sollten was zu essen finden. Das Spiel ist einfach großartig. Bis wir losgehen, werde ich noch schnell versuchen, einen Rastplatz zu finden. Na kommen Sie. Es hat sich gelohnt. Ihr Mann muss sich jetzt wie Sie durch den Schnee kämpfen. Sie haben es aber bereits geschafft. Sind Sie bereit? Abigail wartet schon. Und ist sicher sehr aufgeregt. Boah, dieser Schneefall. Zum Glück habe ich warme Sachen dabei. Agent, beeilen Sie sich. Ihre Frau kommt gleich aus dem Bad. Hey, ich versuche mich gerade irgendwie durchs Gestrüpp zu kämpfen. Seien Sie vorsichtig. Verdammt, der Weg ist kaum passierbar. Na komm schon, Amira. Du schaffst das. Da, endlich. Der Ort sieht ziemlich verlassen aus. Keine Tiere auf dem Hof. Könnte also schwer sein, dort etwas zu essen zu finden. Sie sind wie ihre Frau. Plünderei scheint sie wohl nicht zu stören. Wir müssen in diesem harten Winter überleben, Ei. Wow, sieht gemütlich aus. Jemand hat wohl schon vor mir ein Feuer im Kamin gemacht. Es steht auch noch Essen auf dem Herd. Wer auch immer hier war, kann also nicht weit sein. Egal, genug Zeit, die Schränke zu durchsuchen. Ah, da oben. Perfekt. Ibrahim, können wir los? Dieses Spiel muss ja wahnsinnig süchtig machen. Ja, gib mir nur einen Augenblick. So, schnell. Die letzte Konserve aus dem Schrank. Sie stehlen dem armen Kerl nicht auch noch den Käse vom Teller, oder? Er kann froh sein, dass ich nicht noch den Kochtopf mit der Suppe mitnehme. Schnell weg von hier. So, fertig. Wir können los.